Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier der Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ja, und natürlich schönen Dank fürs Reinschauen, fürs Liken, Abonnieren. Mal seit Anfang an. Ich mache es ja immer zum Schluss. Heute mal gleich von vorne. So, wir fahren jetzt los und werden weiterhin unseren Plan nachfolgen und Holz zum Säge wegfahren. Der Allreifkurs mit Milch, das klappt nun. Jetzt wird nur die ganze Milch von der vom Stall zur Molkerei gebracht. In aller Ruhe, der kann fahren den ganzen Tag mit 18.000 Liter. Das ist okay. Da kommt er durch den Stall durch und hat da keine Probleme. Was auch wichtig ist, wir fahren immer noch Stroh vom globalen Markt Richtung Pelletsfabrik. Da werden wir mal einen Tag voll loslegen und das auch mal verkaufen. Ne? Bevor der Frühling kommt hier. So, und dann jetzt Holz. Geradeaus, was alles so rumliegt da, ne? Was jetzt zu sehen wird, ne, kommt, das wollen wir aufmachen. Denn die Paletten brauchen wir bald bei der Mähproduktion, ne? Und B, glaube ich, war, ne? So. Wir müssen ein bisschen schauen. Ist schon eine Weile her. Wir machen nicht viel Holz, aber ein bisschen Rauch, das brauchen wir schon. Paletten brauchen wir auf jeden Fall. Spätestens für die nächste Saison. Ne? Alle anderen haben noch Paletten. Wird auch eine Weile reichen, denke ich mal. Hoffe ich jedenfalls. Und dann sehen wir weiter. Baumstumpen müssen auch noch gemacht werden, aber wahrscheinlich eher im Frühling. Wenn nebenbei die Aussaat läuft für Hopfen, das mache ich sofort, dass die Temperatur möglich ist, macht, ist ja gemacht, im Frühling. Schauen wir mal am Wetterbericht, das ist extrem trocken zurzeit, das ist gar nicht gut. Es bleibt trocken, bis zum Frühling, oh, Sommer vielleicht schon Regen, ja, das ist schlecht. Okay, die Vorhersage mal nicht stimmt, ich brauche nicht was Regen, also wir kriegen mal einen Dämpfer und dann wird es ja wärmer. Ansonsten Hopfen. Wir haben aktuell ja Winter, da geht ja nichts. Hopfen. Und zwar ist die Aussaat Anfang Frühling bis Ende Frühling. Aber 9 Grad. Das heißt, es wird frühestens in der Mitte ungefähr soweit sein. Also rechne mal so Mai. Mai so wie Mais ungefähr. So Vermehrungsgras, ja, das mache ich aber nicht. Was ich noch vorhabe, ist mal Pappel. Pappeln für unsere Hackschnitzel. Da müssen wir noch Flächen kaufen. Das heißt, die Produktion, die wir bekommen, die müssen wir richtig zuschlagen. Da sind wir gerade aus, den Balken noch nehmen. Das ist der Stamm hier. Ne? So. Wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen, dass wir ein bisschen Acker kaufen können. Ne? Gerade im Frühling ist es wichtig, dass wir Flächen haben, die wir dann noch bestellen können. Also Hopfen ist ganz wichtig. Das ist ganz oben Liste. Und was noch wichtig wäre nachher, Pappel. Aber zuerst Hopfen. Pappel wäre nicht ganz so tragisch. Zur Not kaufen wir noch einen Wald. Ist alles kein Problem, kriegen wir alles im Griff. Und wenn das hier nicht klappt, dann machen wir halt nächstes Jahr. Ne? Ist ja nur ein Spiel. Ne? Alles können wir sowieso nicht bewirtschaften, denke ich mal. Das wird sowieso schwierig. Auf Dauer. Aber das wisst ihr ja selbst. Ne? Also hier mit Excel-Tabellen und sowas fange ich gar nicht an. Das muss im Kopf laufen. Und wenn es das so viel wird nachher, na gut. Ja, wir arbeiten können wir sowieso nicht. Ne? So, der mal so voll machen, ne? Was fällt da um? Grüße gehen raus, Sebastian. Aber die fallen deswegen um, weil die Beladung meistens vom Schwerpunkt her zu hoch ist, ne? Und das kann auch ein bisschen dran liegen, dass es nicht hundertprozentig hier funktioniert. Aber man fährt ja auch langsam, ne? Bei so einer schweren Ladung. 19 Tonnen, die stimmen nicht, das kannst du mir glauben.
Weil die ganze Last ist ja weit über der Achse und das ist halt ungünstig. Ne? Wir müssen zum Sägewerk. Oh, die Milch läuft und fährt fleißig. Ne? Und hier wollen wir noch Stumpen machen, also machen wir im Frühling. Dann die Ernte, also die Aussaat rechts, links nebenbei läuft, das macht ja der Kursbeifahrer alleine, das kriegt er ja allein hin. Und da sollten wir keine Probleme bekommen. Ja, das ist meine 7. Folge heute. Beziehungsweise von der Aufnahmesession. Und voraus. Heißt, den Tag fahre ich dann wieder zurück. Hoffentlich die Grenzen noch auf sind, ne? Dass ich wieder zurückkomme. Ach, hier meine. Ja, meine Silage, da kommt man Rücken hin. Oder ich mache Silageball und lager die da ab. Muss ich mal sehen, was am besten geht. Ja, ein paar Grasflächen haben wir ja. Oh, hier. Hier hat er mächtige Probleme. Warum weiß ich auch nicht. Ob der Hof gerade zu sehen wird und gerade entsprechend geladen wird. Möglich. Und ich will da noch mehr Produktion hinbringen. Ne? Also, kann man vielleicht überlegen. Das ein bisschen anders gestalten. Ne? Ich überlege ja eine Rindermast zu machen. Das heißt Kühe, die jetzt keine Milch geben in dem Sinne, sondern als Muttertier-Dings da sind. Dass ich mal 100 Tiere kaufe. Ungefähr. Aber die brauchen ja fast ein Jahr, um, naja, die brauchen ja, um da entsprechend wieder in, Kälber zu kriegen, ne? Und das dauert auch wieder 2 Jahre, bis die schlachtreif sind, ne? Oder man kauft sich einen Schwung fertige, also vom Markt, also Tiere, die schon ein bisschen älter sind, und dann nur noch den Rest mästen werden, ne? Das geht ja auch, ne? So, Seitenwechsel und dann abladen, ne? Jetzt schauen wir gleich hin, was wir da vorrangig produzieren werden. Ich brauche auf jeden Fall Paletten für Leerpaletten. Die brauchen wir zuerst. OBS und dies brauchen wir nicht so wichtig und Bretterpaletten brauchen wir eigentlich auch nicht. So, da gehen wir rein im Menü. Bäume haben wir auch nicht viele, aber wieder Anfang. Aktiv. Das machen wir gleich mal aus. Halt. Bretterpaletten auch halt. Wir brauchen Leerpaletten. Das ist ganz wichtig. Alles andere ist mal nicht so wichtig. Ne, das ist das A und O, Leerpaletten. Bin ich größer geworden oder habe ich mich nur hochgedreht? So. Ist auch egal, ne? Aber Leerpaletten sind immer das oberste Ziel. Ja, genau hier. Die Krähen stimmen mir den zu. Aber Leerpaletten, die brauchst du überall. Hackstützel nachher, werde ich näher zur Not ein paar Bäume wegfräsen, ne? Was ich näher auch machen werde in Thüringen. Da werde ich mal massiv Hackstützel herstellen und dann den globalen Markt reinbringen. Und da habe ich eine Zeit. Ich muss noch einmal in die Ernte durchziehen. Also die Ernte, das dauert noch ein bisschen, ne? Aber falls noch keine neue Karte da ist, dann werde ich halt mir Zeit mit Hackfleisch zu beschäftigen. Tut mir jetzt schon leid, aber das wird nicht kommen, wird nicht passieren. Denke mal nicht, dass das so passieren will. Aber für den Fall des Falles, ich will da nicht keine Saison mehr voll durchspielen. In weiser Voraussicht, weil ich dann gleich nicht umbringen kann. Ich möchte die neue Karte gleich bei 0 beginnen. Das heißt, wir ziehen um. Wir ziehen von Karte zu Karte. Das ist alles kein Problem. Machen wir. Irgendwie. Hier fahren wir mal Richtung. Jo. Überlegt und muss mal probieren. Das ist immer so. Ja, probieren ist immer so eine Sache, ne? Ich muss mir erstmal den Spielstand sichern, ne? Das ist mir ganz wichtig. Das ist eine Erfahrung, die ich mir gemacht habe. Ich habe jetzt mir vorgenommen, jede Woche, wenn ich eine neue Aufnahme-Session beginne, bevor ich Veränderungen vornehme, betone
dass ich da eine Sicherung vornehme von jeweils von Mods und von den Spielstand. Falls ich irgendwann was verbocke, was ja passieren könnte, man ist ja, ist ja keiner perfekt, dass ich notfalls den alten Spielstand weitermachen kann, ohne groß in den Mod-Ordner suchen zu müssen, welcher war noch gebraucht und welcher nicht. So stelle ich mir das vor. Ob ich das durchziehe und durchhalte, das weiß ich nicht genau. Bin ein bisschen. Naja, man lässt irgendwann nach, wenn die Vorgaben oder so. Dann sagst du, ach oh Gott, ich habe gerade begonnen. Ach, wird gut gehen, so ungefähr, ne? Aber mal schauen. Wenn eine Sicherung nämlich 8 Wochen zurückliegt, dann hast du auch entsprechend 8 Wochen umsonst gespielt, ne? Wenn da nicht was klappt. Aber mal sehen. Heute habe ich was gesichert. Also das von daher ist schon mal ganz gut. Da ist keine Gefahr. Hatte ich ein paar Mods gelöscht gehabt und dann wollte er nicht mehr laden. Erst mit einem bestimmten Mod installiert hat, also wieder raufgebracht habe, lief es wieder. Fragt mir nicht, warum es so ist. Ich weiß es nicht. Kann normalerweise nicht sein. Aber es könnte sein, dass im Speicher, also bei der Speicherung bestimmte Dinge dann zum Brauch zum Laden, weil es nicht vorhanden ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bin da in der Beziehung nicht so gewandt, ne? Alles weiß ich ja auch nicht. Teilweise habe ich was angenommen, teilweise vielleicht habe ich auch, kriege ich auch hin, aber wie gesagt, alles andere muss ich testen und probieren. Alles andere ist schwierig. Ob alles Englisch ist und wenn man so ein Wort verkehrt schreibt und nur ein Komma oder einen Punkt vergisst, ist schon alles verkehrt. Leider ist bei mir die Rechtschreibung flüchtigkeitstechnisch sehr groß, ne? Also die Fehlerquote. Ne? Und deswegen mache ich sowas gar nicht erst. Höchstens kopieren und einfügen, das geht dann ganz gut, ne? Aber alles andere wird schwierig. Ja, mit der Silage schon zu voll gehabt, das ging ja überhaupt nicht mehr weg. Das Geld habe ich mir auch nicht gut geschrieben, scheiß drauf. Ich werde mal nächstes Mal hier 2-3 Fabriken bauen. So ungefähr, wenn wir mal Mais machen würden, dann Mais da entsprechend dann immer reinfahren. Eine reicht ja nicht, also wenn ich dann muss ich 3 Traktoren nehmen für ein Feld, ein großes Feld und dann rein theoretisch, ach jetzt ruckelt er nicht. Okay, ich hatte den Schalterkirch gelöscht, man kann sein, dass ruckelt das, ne? Und jeder für einen separaten Punkt, ne? Abladen, ne? Die Felder sind ja angeschlossen. So eine Dinge kann man dann separat machen. Ich glaube, da sind gar große Fahrten. Die muss ich gar löschen vorher. Weil Silos in dem Sinne werde ich nicht machen. Das ist mir zu extrem. Wenn du alleine bist, dann ist es extrem viel Aufwand. Für Beton war dabei, Silage. So wie es original eingetragen ist von Season, wo sie berechnet wird, ist es nicht viel. Ne? Ich glaube, bei 200 noch was. Lohnt sich nicht, also die Arbeit ist dann zu intensiv, ne? Nur um ab und zu mal machen wir eine Abwechslung. Ja, okay, kann man machen, ne? Aber ansonsten ist das nicht so sinnvoll. So, was wollte ich machen? Wechseln. Oh, und dann Y, ne? Ich brauche ein bisschen Holz. Wir brauchen nämlich Heck. Literweise. Komma irgendwie was grün. Wir brauchen nämlich etliches an Holz für unsere Paletten. Ne? An alles will ja beliefert werden. Ne? Vom Schlachthof bis hin zum. Ja. Molkerei. Brauerei. Ne? Die wollen viel Paletten haben. Ja, Malzfabrik. Ne? Alles Prinzip braucht Paletten. So, ich habe ja vor, Rüben zu machen, dann brauchst du auch Paletten. So, wenn du Rüben hast, dann brauchst du auch eine Bäckerei,
brauchst du auch Pollen. Wenn du eine Bäckerei hast, da brauchst du auch noch Mehl, dann brauchst du auch Pollen. Also kannst du nie genug haben mit dem Zeug. Und Holzproduktion mit Diesel, naja, ich sag mal so, anders wäre jetzt, wenn ich eine Hütte bauen würde beim Wald. Und das Stück Wald würde dann ein Einzugsbereich sein. Und der braucht dann entsprechend Rohstoffe, um das Stück Wald fällen zu können. Und die Bäume würden dann verschwinden, rein theoretisch. Wenn das machbar wäre, ich weiß es nicht, aber die Bäume würden dann verschwinden, theoretisch. So wie beim Anus, weil die Bäume fallen um und kommen dann als Holz irgendwo an. Man muss noch nicht mal sehen, dass jemand arbeitet. Also einer mit Harvester fährt und so ist ja nicht, glaube ich, nicht möglich. Aber wie gesagt, so stelle ich mir das vor, so wäre es reell. Ne? Also ich baue eine Hütte hier und der ist ein Angestellter und der wird dann als Helfer bezahlt und dann kriegst du entsprechend Holz. So, ob das umsetzbar ist, weiß ich nicht, aber ich glaube eher nicht. Aber gut. Man kann ja mal träumen, ne? Das sind Ideen, da muss der Richtige hören, der sowas umsetzen kann und selber das haben möchte. Denn wenn er selber nicht haben will, ist das nicht interessant, ne? Ja, logisch. Und für ein LS22, sagen wir ganz pauschal, ist es schon allzu spät. Weil die haben ihre Grundideen längst in Sack und Pack und werden jetzt nicht groß was anderes jetzt reinzaubern, ne? Das ist ja... Das wird nicht passieren. Ich bin ja schon im Grunde froh, wenn die Mods, die jetzt hier vorhanden sind, also die es auch schon 17er gab, dann auch entsprechend im nächsten LS geben würde. Ne? Also nicht alles, aber halt ein großer Schwung. Ne? No. Du willst nicht? Wieso nicht? Ach, geht hinten, das ist schlecht. Seitenwechsel. Ja, und wie gesagt, Träume kann man haben. Meist, je mehr man sich wünscht, umso weniger kommt man her und ist man eher enttäuscht, ne? Weil ich sag mal so, ja, was will man noch LS steigern, ne? Ja, also, ich denke mal, da wird noch einiges kommen, aber was die jetzt gemacht haben für das für das neue DLC mit der ja, alten Karte im Prinzip, Thema Grasernte, ja gut, das ist ja nichts Neues in Anführungszeichen, das kann ja jeder für sich auch tun, ne? Was die jetzt gemacht haben, die haben jetzt paar Gebäude optisch aufgewertet, ne? Ja, aber das ist aber für das Spielinhalt nicht interessant, ne? Das ist das ganze Problem dabei. Das soll ja auch entsprechend ja, gewisse Funktionen. Ich halte ja dermaßen wichtig, dass die Grundzüge hier sind ja schon alle vorhanden. Wie gesagt, intelligente Helfer, ne? Das ist es, was noch nicht gibt, ne? So, wir fahren noch einmal, ne? Jo, aber nicht heute. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich sag mal tschüss. Ciao. Ja, wir sehen uns wieder. Boah, zum Montag, zur neuen Woche. Tschüss, und dann bin ich wieder da. Tschüss.